achtet darauf, wenn ihr mal nach draußen geht und zu diesem Radiosender geht, achtet bitte darauf, dass ihr nicht das Studio 5 nimmt. Denn in diesem Studio sind schon einige blöde Sachen passiert. Da sind Geister aufgetaucht und wirklich viele Leute haben versucht, ständig was mit der Technik aufzunehmen. Aber was mir passiert ist, das würdet ihr echt nicht glauben. Ich habe gerade dem Bescheid gesagt, dass ich das Studio einmal mieten möchte für 2 Stunden. Ich habe alles aufgenommen, wie es funktioniert. Und die ganze Zeit waren irgendwelche Bilder an der Wand zu sehen, die immer schlimmer geworden sind. Und ein Geist hat versucht, mich zu greifen, mich ins Bild reinzuziehen. Oh, was ist das denn? Hintergrund läuft Musik. Ich kann es mir auch nicht erklären, warum. Einfach alles ist verflucht da. Ich versuche schon die ganze Zeit zu entkommen. Die Tür geht nicht auf. Ich habe alles gemacht, wie es ging. Das Mikrofon läuft und läuft und läuft. Ich versuche die ganze Zeit zu entkommen. Und wenn ihr das hört, live über der Frequenz, dann wisst ihr, ich brauche unbedingt Hilfe. Ich komme nicht mehr weiter. Ich habe die ganze Zeit versucht, hier auszubrechen. Die Tür ist zu, obwohl eigentlich gar nicht abgeschlossen. Die Angestellten wissen das, haben die ganze Zeit versucht, die Tür zu öffnen. Ich komme einfach nicht weiter. Ich kann einfach nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. Ich bin gleich wieder da. Es ist eine Unterbrechung hier. Scheiße. Und was noch passiert gerade? Das Licht geht aus, die Bildschirme gehen aus. Hinter mir steht eine Gestalt, die sagt: Bist du bereit dafür zu sterben? Ich hole dich und dann bist du garantiert tot. Ich werde dich auf jeden Fall finden und dann bist du dran. Und die Figur, die dahinter steht, die sieht so ähnlich aus wie eine Figur, die total dünn ist. Ich versuche zu entkommen. Bis die roten Augen verfolgen mich die ganze Zeit. Und verfolgen mich. Ich komme einfach nicht mehr weiter. Ich versuche die ganze Zeit zu entkommen. Ich habe es hingekriegt. Ich bin aufs Klo gegangen. Ich habe es hingekriegt. Die Bildschirme sind wieder an. Ich habe die angekriegt. Ich muss mit der Musik weiter. Ich versuche die ganze Zeit, alles am Laufen zu bringen. Und dann war sich so ein schlimmer Geist. Der hat versucht, mich umzubringen. Hat ein Messer in der Hand gehabt. Hat fast mich erwischt. Hat fast versucht, mich umzubringen. Ich habe das Mikrofon da aktiviert. Ich habe über ein Smartphone Musik abgespielt. Und ich habe versucht, abzuhauen. Und ich habe alles Mögliche versucht, um zu kommen. Ich konnte einfach nicht weg. Das ganze Studio war voll Blut. Und alles Mögliche war kaputt. Ich konnte einfach nicht mehr entkommen. Ich habe die ganze Zeit alles versucht. Es geht mir gar nichts mehr. Helft mir bitte. Ich brauche unbedingt Hilfe. Kommt bitte zum Sender. Wenn einer von euch ein Geisterjäger ist, kommt bitte zu mir. Ich halte sie nicht mehr aus. Bisher trinkt Hilfe. Die ganze Zeit ist so ein Scheiß hier. Die CD-Player öffnen sich und schließen sich. Ich komme das einfach nicht mehr zurecht. Die ganze Zeit höre ich Geschreie über den Lautsprecher. Da kommt Blut von den Lautsprechern raus. Und auf dem anderen Monitor hier, wo eigentlich alles normal erscheint, habe ich ein paar Bilder gesehen von Leichen. Die ganze Zeit wurde alles immer schlimmer. Der Computer ist abgestürzt. Ich komme einfach nicht mehr zurecht. Alles Mögliche ist kaputt gegangen. Und dann bin ich rausgegangen, die sind reingekommen und plötzlich hat einer von denen ein Brett vor den Kopf gekriegt. Und ich habe die Sendung gerade zum fertig gekriegt. Ich komme einfach nicht mehr weiter. Helft mir bitte. Wenn ihr das hört auf der Frequenz 100,5, dann helft mir bitte. Ich komme nicht mehr weiter.
die wissen auch nicht weiter. In Studio 5 ist absolut die Hölle los. Alles ist verflucht. Ich komme nicht mehr weiter. Ich kann einfach nicht mehr. Ich brauche unbedingt die Hilfe von Leuten. Ich kann nicht mehr. Komm bitte schnell. Die Geister gehen auf mich los. Hilfe, Hilfe. Scheiße. Wer ist da hinten? Da kommt irgendeiner zu mir. Ich komme einfach nicht zurecht. Wer ist da? Das ist einer, der davor, bevor dein Radiosender ist, der ist in dem Gebäude gestorben. Der hatte einen Arbeitsunfall. Und der war wütend auf jede Person, die da reinkommt. Ich muss hier raus. Ich muss unbedingt weg. Das Studio ist verschlossen. Das Licht ist aus. Das Studio läuft, die Musik läuft. Was will ich noch machen? Ich komme hier nicht mehr raus. Da ist mir der verfluchte Wald lieber als das. Der hat mich wenigstens keiner so brutal angegriffen. Aber hier in dem Studio 5, das ist schon verflucht. Die waren ein, das zu benutzen. Das ist alles verstaubt hier. Das fünfte Studio, das benutze ich nicht mehr. Ich habe versucht, hier zu kommen. Ich kam hier einfach nicht mehr raus. Ich habe dann versucht, um 18 Uhr rauszugehen. Ich habe es hingekriegt. Und zum Schluss war alles Blut verschmiert. Und da lag eine Geisterleiche. Die ist aufgestanden und hat geschrien wie bei einem Jumpscare. Ich kam nicht mehr zurecht. Ich muss raus hier. Dass der Albtraum beendet wird. Ich bin zu Hause angekommen. Ich bin mit der Linie 5 gefahren. Ich muss unbedingt nach Hause. Ich hab's geschafft. Ich bin zu Hause. Ich hab davon geträumt, von dem Studio. Ich hab die Wiederholung angehört. Das war noch schrecklicher als die Sachen, die ich da gemacht habe. Das war noch schrecklicher. Das war alles mega schlimm. Und wenn einer von euch jemals meinen freien Sender Dorfeskirchen ist, nimmt bloß nicht das Studio 5. Das ist verflucht. Das ist total scheiße. Zuerst ist da gar nichts los und dann kommt dieser blöde scheiß Dämon und baut die ganze Scheiße und macht einen fertig. Das Studio kann ich echt nicht empfehlen. Nehmt das bloß nicht. Das verfluchte Studio, wo der Dämon drin ist, da wird ihr fertig. Passt ihr nicht auf, bringt ihr euch um. Nehmt das Studio bloß nicht. Das Studio ist verflucht von bösen Dämonen und Geistern. Das hält ihr nicht in Leben aus, das Studio zu nehmen, das Studio 5. Das hält ihr nicht aus. Also bitte tut mir einen Gefallen. Nehmt das Studio bitte nicht